aus der Vorstellung, dass es eine einheitliche Kraft geben könnte, eine Vorstellung entwickelt, wie der Anfang des Universums gewesen sein könnte. Nämlich aus einer Urkraft haben sich alle vier Kräfte herauskristallisiert. Naja, das ist ja schon mal ganz nett. Aber können wir dann tatsächlich so etwas empirisch beleuchten? Können wir da empirisch mal ein paar Eckpfeiler einschlagen, sodass das Ganze nicht total ja, im luftleeren Raum ist ja falsch, weil Luft gab es da noch gar nicht, überhaupt im Vakuum hängen bleibt. Was haben wir denn zur Verfügung, um solche Theorien zu überprüfen? Ich habe ja eben schon mal davon gesprochen. Also, wenn es solche Extradimensionen gäbe, die für die Schwerkraft und für die elektromagnetische Kraft ausschlaggebend sind, dann könnte man da vielleicht schon mal Experimente machen. Und die werden auch gemacht und sind bis jetzt alle gescheitert. Man findet also keine Extradimensionen, die im Bereich von Millimetern oder Mikrometern bis jetzt nachweisbar sind. Vielleicht sind wir noch nicht empfindlich genug, aber bis jetzt findet man nichts. Es gibt eine Klasse von Experimenten, die sind allerdings so einfach, dass es einen schon wieder denkt, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn Sie sich noch daran erinnern, es gab 10 hoch minus 35 Meter für die Körnigkeit des Raumes, es gab die 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden für die Körnigkeit der Zeit. Die beiden zusammen, Raum und Zeit, bilden etwas, was in den Relativitätstheorien als Raumzeit beschrieben wird. Jetzt müssen Sie Folgendes wissen. Das Licht, das elektromagnetische Licht, läuft in dieser Raumzeit immer an der Oberfläche, wenn man so will. Also wenn da jetzt zum Beispiel durch die Anwesenheit einer großen Masse die Raumzeit gekrümmt sein sollte, dann läuft also das Licht in diesen Topf zum Beispiel rein und da wieder raus. Das führt dann zu einer Lichtlaufzeitverzögerung, weil ja vorher war der Weg ja gerade, jetzt muss das Lichtteilchen da rein und dann wieder raus. Das dauert eben länger. Das kann man ganz genau messen. Unglaublich. Also im Sonnensystem zum Beispiel hat man das mit digitalen Sendern inzwischen gemessen. Da ist der Sender, glaube ich, zur Cassini-Sonde. Das Ding ist ja zum Saturn geflogen, also nicht direkt, sondern so auf so einer großen Spiralbahn nach draußen. Und der hat einen digitalen Sender an Bord und der piepte eben immer. Und immer dann, wenn dieser Piepser so am Rand der Sonne so vorbei ist, dann musste ja die elektromagnetische Strahlung, Sie wissen ja, Radiostrahlung ist ja auch elektromagnetische Strahlung, die musste also in den Schwerkrafttopf, verursacht durch die 300.000 Erdmassen schwere Sonne, musste in den Topf rein, musste dann wieder raus. Also man konnte eine Laufzeitveränderung beobachten. Genauso wie die allgemeine Relativitätstheorie das vorhergesagt hat. Also ein weiterer Hinweis, dass die wirklich richtig gut ist, was es ja auch so schwer macht, sie mit den anderen Kräften zu vereinigen. Zurück zum Problem. Also das Licht läuft in der Raumzeit und jetzt können Sie sich natürlich Folgendes vorstellen. Wenn die Raumzeit gekörnt sein sollte, also wenn es da eine Körnigkeit gibt, in der das Licht läuft, dann ist das ja nicht so eine schöne, gerade Ausbreitung des Lichtes, sondern auf ganz lange Sicht, also auf ganz lange Lichtlängen hin, müsste ja dann der Lichtstrahl so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen, so ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Hängt natürlich auch davon ab, wie lange jetzt so ein Lichtweg ist. Also je länger, umso besser. Also je länger die Sichtlinie wäre, umso eher könnte man feststellen, ob der Lichtstrahl ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Verstehen Sie, was ich meine? Also nehmen wir mal an, wir hätten hier ein Teleskop. Hier. So. Und Sie wissen ja, alle Astronomie ist immer Blick in die Vergangenheit. Je weiter wir zurückgucken, umso länger ist es schon her. Wir können die Entfernung eines Objektes ziemlich genau an der Rotverschiebung seiner Spektrallinien messen. Also wenn eine Spektrallinie, die wir hier im Labor beobachtet haben, nämlich zum Beispiel von Wasserstoff oder von Sauerstoff, wenn dann genau die entsprechende Spektrallinie bei sehr großen Wellenlängen auftaucht, dann wissen wir, dieses Objekt hat sich von uns sehr weit entfernt. Und die Idee des expandierenden Universums ist ja, der Raum breitet sich aus und dann entfernen sich die Objekte umso schneller von uns, die weiter von uns entfernt sind. Das ist ganz einfach, blasen Sie in den Luftballon, in dem Sie vorher ein paar Punkte verteilt haben, blasen Sie richtig rein, dann sehen Sie, die Punkte, die am weitesten voneinander entfernt sind, entfernen sich am schnellsten voneinander. Lineare Expansion. Bleiben wir mal dabei. Okay, wir schauen also irgendein hochrot verschobenes Objekt an. Und dieses hochrot verschobene Objekt gibt also Strahlung ab, wie es sich gehört. Wunderbar. So. Okay.
Und jetzt gucke ich mir einfach mal an, wie ist denn das Bild von diesem hochrot verschobenen Objekt? Ist das klar oder ist es verschwommen? Denn die Strahlen, die ja von diesem Objekt kommen, müssen jetzt über diese körnige Raumzeit drüber. Und diese körnige Raumzeit müsste ja vielleicht, das ist jetzt ganz übertrieben, nicht? Also das, ich kann ja nicht 10 hoch minus 35 Meter malen. Ne? Das ist 20 Größenordnung kleiner als ein Atomkern. Sie wissen ja, ein Gramm von mir, auch von Ihnen, besteht aus 10 hoch 24 Teilchen. Das, sehen Sie, wie klein das ist. Also ich kann es nur andeuten, Sie wissen, was ich meine. Also nehmen Sie es mir nicht übel. Ne? Also was ich meine ist, dass also hier die Raumzeitkörnigkeit dazu führen müsste, dass auch mein Lichtstrahl nicht straight ankommt, sondern irgendwie so ein bisschen verschoben. Also guck mal, das kann man ja machen. Mensch, was haben wir heute für Instrumente, ist doch kein Thema. Was haben wir heute für tolle Teleskope, da wird ja tief ins Universum reingeguckt, sehr lange und damit auch sehr tief und mit hoher Empfindlichkeit und so weiter und so weiter. Junge, Junge, Junge da, also, ja guck mal doch die Bilder an, guck mal an. Hat man gemacht, Sie werden es nicht glauben, die NASA hat es gemacht. Und was findet man dabei heraus? Im Englischen heißt es, the pictures are too crisp. Die Bilder hochrot verschobener Objekte sind zu klar. Wäre die Welt aus einer körnigen Raumzeit bestehend, würden wir erwarten, dass ab einer bestimmten Entfernung die Bilder ein bisschen verschwommen sind. Stattdessen sind sie klar. Oh, boah, doof, ganz doof. Großes Problem. Sie können sich vorstellen, es gibt nichts einfach, also natürlich gibt es einfache Dinge, aber das ist eine Standardmethode in der Astronomie, dass man hochrot verschobene Objekte sehr genau beobachtet. Und jetzt kommt noch eine für Sie. Es gibt eine Art von Experiment, die kann man mit dem optischen Teleskop, aber auch mit dem Radioteleskop machen. Da schaut man sich an, da kommt eine elektromagnetische Wellenfront an und wenn diese elektromagnetische Wellenfront phasengleich ankommt, es gibt überhaupt keine Verschiebungen bei diesen Wellen, nicht vorwärts und nicht rückwärts, dann erzeugt diese phasengleiche Wellenfront auf meinem Teleskop ein Beugungsmuster. Das kann ich jetzt nur erzählen, weil ich die Bilder parat habe. Also mit anderen Worten, umgekehrt rum gesagt, sehe ich ein Beugungsmuster, dann weiß ich, die Strahlung ist phasengleich auf meinem Instrument angekommen. Sehe ich ein Beugungsmuster von einem Objekt, was Milliarden Lichtjahre von mir entfernt ist, auf meinem Teleskop, bedeutet das, zwischen mir, also meinem Teleskop und diesem Objekt, gab es nichts im Universum, nichts, zero, nothing, dass die Ausbreitung dieser elektromagnetischen Wellenfront in irgendeiner messbaren Art und Weise beeinflusst hat. Können Sie sich das vorstellen? Da kommt also aus einem Objekt, das 12 Milliarden Lichtjahre von mir entfernt ist, kommt eine Wellenfront auf mein Teleskop und erzeugt dort ein Beugungsmuster. Das bedeutet, auf dieser Länge gibt es nichts im Universum, was die Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung beeinflussen könnte. Die Suche nach der Körnigkeit der Raumzeit, die zugleich die Längenskalen sein sollen, auf denen die überschüssigen Stringdimensionen sich abwickeln oder aufgewickelt haben, diese Suche ist bis jetzt völlig, ich will nicht sagen im Sande verlaufen, aber es ist völlig ergebnislos. Alle Versuche, diese großen vereinigten Feldtheorien miteinander zu verbinden, zu einer ganz großen Theorie, die dann auch noch erklärt, was die Welt nicht nur im Innersten, sondern insgesamt als seiendes Sein zusammenhält, nämlich Raum und Zeit, sind bis jetzt gescheitert. Ja, so sieht's aus. Die Grenzen der Erkenntnis sind noch nicht überschritten worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen immer näher und näher dran, wir sehen immer mehr und mehr Effekte, das ist ja auch toll, also dieser Übergang von der Theorie hin zu solchen Experimenten wie dem hier ist ja ganz fantastisch. Aber es könnte sein, dass die Physik tatsächlich jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo sie sich überlegen muss, ob man sich nicht vielleicht einer ganz anderen Art von Erkenntnis zuwendet, nämlich weg von diesen Grundlagen, wo man sagt, okay, wir können zwar noch eine Reihe von Experimenten machen, aber möglicherweise sehen wir da gar nichts mehr, weil alles hinter einem großen Lichtschleier verborgen ist. Denn auch je genauer und genauer man Dinge betrachtet, umso höhere Energien muss man verwenden. Denken Sie nur, das LHC muss 7 TeV-Protonen aufeinander schießen und dabei wird extrem viel Licht erzeugt. Das heißt, möglicherweise sieht man einfach dann gar nichts mehr. Es könnte sein, dass ein guter Weg in der Physik wäre, sich von diesen Fundamentalfragen nicht zu verabschieden, aber zunächst einmal abzuwenden und zu sagen, wir kümmern uns um komplexe Systeme. Denn da ist unser Know-how, unser Kenntnisstand viel, viel schlechter.
Komplexe Systeme sind Systeme, die sehr stark miteinander und ineinander vernetzt sind, wo man also noch nicht genau weiß, wie sind die Kopplungen, wie sind die Zwischenschritte, wie sind die Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Klima ist zum Beispiel so ein Fall, aber auch das gesamte System Erde wäre ein sogenanntes nicht-linear gekoppeltes System, das hochgradig dynamisch ist und das natürlich auch seine Herausforderungen hat. Also könnte es sein, dass unser Weg ganz ähnlich wie bei der griechischen Naturphilosophie, wo man ja zunächst einmal geguckt hat, was ist denn nun eigentlich alles in der Welt? Irgendwann mal wieder, und dann sind die griechischen Philosophen auf den Menschen zurückgekommen. Sokrates hat mal gemeint, kein Baum kann mir sagen, was ich tun soll. Und damit hat er der Naturphilosophie erstmal das Wasser abgegraben. So könnte man vielleicht auch heute sagen, nachdem wir festgestellt haben, aus was die Welt besteht, wäre jetzt vielleicht als nächstes der lebendige Planet Erde wieder dran, also weg von den Stringtheorien hin zu den komplexen Systemen, wie sind die miteinander verkoppelt, um auf diese Art und Weise erstmal was herauszufinden, was für uns alle ganz wichtig ist und was vor allen Dingen tatsächlich im sokratischen Sinne sogar unser Tun und Handeln bestimmen wird, weil es geht um die Zukunft des Planeten und damit um unsere eigene Zukunft damit. Das heißt, also die Kenntnis von den Fundamenten des Daseins, da liegen wir momentan doch tatsächlich ganz gut im Rennen, also wir kennen eine ganze Menge, merken aber, dass es möglicherweise eine Grenze gibt, die wir experimentell nicht unterscheiden können. Auf der anderen Seite gibt es Probleme, die was mit komplexen Systemen zu tun haben und wir könnten unseren an diesen Fundamentalfragen geschulten Verstand nehmen und könnten ihn in die Waagschale werfen, wenn es um die Frage geht, was sollen wir tun in Zukunft. Und dann wäre das hier eine grandiose Übung gewesen, unsere Logik, unseren Verstand und unsere Rationalität zu überprüfen und zu dem zu machen, was sie eigentlich tatsächlich ist, nämlich ein Teil des Teils, der anfangs alles war.